Jo. Da ist doch was im Ofen. Herzlich willkommen zurück zum Haus Cooking Simulator. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute meinen Kochhut vergessen. Aber das geht in der Küche ja nicht, deswegen muss ich mir was anderes auf den Kopf setzen. Westside, Alter. Ja, dann würde ich sagen, heute schieben wir einen ordentlichen Braten in eine Röhre. Geht wieder los. Ich habe hier noch Vorbereitungsphase, deswegen schauen wir mal direkt auf den Schleppi-Leppi, ob ich hier irgendwie was kaufen kann, was mich da nach vorne bringt. Oh, was ist das? Gegrilltes T-Bone Steak und gebackene rote Kartoffeln. Es gibt rote Kartoffeln. Ich habe noch nie in meinem Leben eine rote Kartoffel gesehen. Muss ich jetzt erstmal angucken. Rote Kartoffel. Aha. Die sind ja wirklich rot. Wir werden jetzt hier nochmal eben richtig Money scheffeln, weil wir wissen es ja, wie wir, Scheiße! Wir wissen ja, wie wir unsere ganzen Sachen da zu machen haben und deswegen werden wir jetzt mal loslegen. Aha, Schweinekoteletts mit Bratkartoffeln, das hatten wir schon mal. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das machen wir nochmal ganz fix fertig. Schneidet die Kartoffeln. Oh, guck mal, ich habe sogar schon rote Kartoffeln. Sollen wir die direkt mal ausprobieren? Aber dann kriegen wir wieder Ärger. Das sind die falschen, Alter. Hitzeschaden, Temperatur nicht korrekt, Alter. So, hier brauchen wir ein Brett. Das muss mal eben weg. So, wir brauchen hier den Platz. Ich soll die in 50 Gramm Stücke schneiden. Das heißt, pro Kartoffel... 6. 1... 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jetzt habe ich natürlich komplett Müll gebaut. Aber ist auch scheißegal, ganz ehrlich. Nur weil es nicht aussieht wie Bratkartoffeln, heißt ja nicht, dass keine sind, Alter. Oh, ich habe richtig viel Zeit dafür. Kann ich richtig noch Käffchen trinken hier zwischendurch, wa? So, wie viele Schweinekoteletts brauchst du denn? 200 Gramm, wie viel ist das jetzt? 200 Gramm, sehr gut. Das schmeckt. Wo ist denn hier meine Bratpfanne? Ach, guck mal, da ist ja noch was drin. Da ist noch Saus. Die müssen wir natürlich mal eben entfernen. Besser geht's nicht. Alles richtig reingeknallt da. Wo ist das Sonnenblumenöl? Guck mal, hier ist noch unser Stern. Was ist das denn? Automatic Cutter Action? Lol. Wir haben ein neues Gerät, Alter. Scheinbar ist das Sonnenblumenöl gerade aus. Da brauchen wir ein neues. Deswegen gib mal her hier. Ja. So. Scheinbar ist das Sonnenblumenöl gerade aus. So. Also jetzt wird's peinlich. Ganz vorsichtig. Oh lol, es sieht aus, als würde ich einfach über den Boden sliden. So, Pfanne. 30 Milliliter haben sie gesagt. Ja gut. Dann rein mit dem Kotelett. Wir brauchen die Pfanne heiß. Perfekt. So, gib mal das Backblech. Das lag zwar jetzt schon ein bisschen länger da, aber... Mein Gott. So. Perfekt. Die Kartoffeln fallen jetzt hier nicht runter. Sonst kriege ich hier echt einen Kockenarsch. Lol, jetzt steht hier, ich werde nie wieder einen Feuerlöscher in die Ofenkammer stellen. Lol. Wie geil ist das denn? So, Kotelett ist gleich fertig. So, was müssen wir dann noch machen? Teller und dann war es das schon wieder, ne? Dann holen wir schon mal eine Platte raus hier. Sind das neue Teller, du? Oh, Kotelett muss umgedreht werden. Zack. Ehre. Oh, perfekt rausgenommen. Also dieser Kalle, Ehrenmann, das dampft richtig. Guck mal. Oh, shit. Du musst immer hier mit Gefühl... Es muss alles mit Gefühl passieren. Oh, ja. Die Bratkartoffeln tanzen, Baby. Kotelett ist gleich fertig. Sehr gut. Kühlschrank, mach mal zu. Wir wollen hier Energie sparen, ey. Das ist sogar wichtig. Kotelett ist jetzt fertig. Jetzt. Schnell rüber balancieren. Wir sind ja Sternekoch, nicht umsonst. Zack. Drauf auf den Teller, weg mit dem Ding und rüber die Palette. So, da gibt es jetzt hier ordentlich was zu essen, ne? Können wir das noch retten? Warte mal. Nein, 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 nein. Zurück, zurück. Scheiße. Das ist mir schon mal passiert. Das ist ein Scheiß. Emergency, Emergency, Notarzt. No, warum ist das so unten? Oh. Wir haben jetzt gleich schon Overtime, ne? 20 Sekunden. Jetzt aber alle, Dalli hier, alle schnell auf den nächsten Tisch hier, Teller. Können wir das alles anfassen? Sehr gut. Jede Kartoffel einzeln. Das ist scheißegal. Damit der noch was zu fressen kriegt. Das ist alles noch gut. Das ist alles noch heiß. Scheiße, jetzt sind wir drüber. Rein qualitativ ist das Essen ja noch gut. Jetzt kriegen wir da schon die nächste Steckrübensuppe oder was ist das da? Mein Gott, ich habe hier Zeitdruck. So ein Restaurant, das wäre auch nichts für mich, ey. Jeden Tag die gleiche Kacke hier. Alles Arsch, scheiße Arsch. Keiner räumt hier auf. Das ist doch alles für den Arsch. Arsch! Muss ich den Scheiß jetzt hier irgendwie noch zur Seite fegen? Oder wegtun? Oh, Scheiße, da kommt schon wieder was rein. Wer soll denn so schnell kochen, Alter? Meine Fresse. Gib hin. Fuck, Alter. Viel zu spät. Komm, gönn, gönn. Geschmack ist okay. Umsetzungszeit ist scheiße. Aber wir haben ein Plus gemacht.
Sehr wichtig. Wir haben Plus gemacht. Und das ist das, worauf es hier ankommt. Wirklich. Schnell hier nochmal die Suppe. Was ist hier? Hühnerbouillon. Kürbiszwiebeln. Oh, Kürbissuppe, Alter. Haben wir die schon mal gemacht? Wo ist denn hier die Hühnerbouillon? Wir haben hier einen Topf. Den müssen wir mal eben irgendwie... Das muss alles mal eben raus. 500 Milliliter haben sie gesagt. Wir versuchen das hier genau abzustimmen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Oh, shit. Was ist mischen? Was bedeutet mischen? Wie mische ich? Was für Mische, Alter? Ich mache mir vielleicht einen Gin Tonic, aber... Perfekt. So, gib mal Kürbis. 5 Kilo Kürbis? Das ist ein 5 Kilo Brecher? Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie ein Kilo abschneiden oder was? Ich weiß nicht, ob man die Schale mitessen darf. Aber das ist mir jetzt egal. Wir haben ja natürlich einen gewissen Zeitdruck auch in der Materie. Ach du Scheiße. Ehre. 1,5 Kilo sind das jetzt. So, oh Scheiße. Was ist das für ein Messer? Wie groß ist das? 900 Gramm, 1,1, 930, 1,5. Wir nehmen mal den. Der muss jetzt irgendwie mit rein. Was ist das hier? Saure Sahne, sehr gut. Wie viel wollten wir davon? 150 Milliliter. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich... Oh, shit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht richtig so ist. Also wir lassen es jetzt einfach mal kochen. Vielleicht zerkocht sich das ja. Das ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung, dass der so weich wird, weißt du? So, der Kürbis. Währenddessen können wir schlauerweise schon mal Lachssteak machen. Jetzt müssen wir schon anfangen, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, aber Lachssteak, das kennen wir. Lachs muss... Löppen! So, wir werden das hier gleich in dem Saft braten, Alter. Ich habe hier keinen Bock, immer wieder neues Öl zu nehmen. Es langt auch irgendwann. Oh, Kartoffeln brauchen wir auch noch! Ich habe hier nur Stress! Ich sag's, wie es ist. Da hast du ja nur, da kriegst du ja ein Herzkasper hier, ey. 1000 Milliliter Gramm Wasser. Milliliter Gramm, Alter. Du hast auch komplett den Schuss nicht gehört. Überstunden. Scheiße, Alter. Wie soll ich das jetzt hier alles machen? Ey, das ist alles Stress. Ich habe hier auch niemanden, der mir hilft. So, hier, nächste Platte. Heiß machen. Ehre. Ja. Ja. Das sieht gut aus. Ich brauche eine Suppentüte hier. So, hier, Suppe. Oh, shit. Wir kippen ein bisschen was zurück. Oh, die Zwiebel ist nicht drin. Die Zwiebel ist nicht drin. Scheiße, da ist ordentlich was daneben gegangen. Kacki, 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 kacki. Wo ist mein Blender? Och, Mann, hier ist nur Hektik drin. So, jetzt hat die auch eine bessere Note. Gönn. Gönn. Geschmack ist okay. Ja, plus eins. Wir kriegen aber nochmal den Teller zurück. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, Lachs ist fertig. Ich muss da rüber. Ja, gut. Und jetzt gib Stoff hier, wirklich. Die Zeit rennt. Zum Glück ist das letzte Rezept hier heute. Was ein stressiger Tag, du. So, ich werde jetzt hier mal so eine rote Kartoffel nehmen. Kostet natürlich ein bisschen was. Ich will jetzt mal wissen, wie das hier funktioniert, das Schneidergerät. Lol, das ist ja unnormal belohnt. Guck mal, wie astrein das da rausgekommen ist. Ich will alles da durchpacken. Hier, wir haben auch noch Kürbis. Ist das sick, Alter. Was ich mich natürlich frage, ob das Essen hier auch irgendwann mal schlecht wird. Also, ob das hier anfängt zu schimmeln. Verdorbenes Essen. Gibt's das hier? Oh, Kartoffeln sind heiß. Schnell abgießen. Alter, die waren sogar noch drin. Ich bin so ein heftiger Motherfucker. So, ja, wir sind drüber. Oh, da war mir fast eine Klöte runtergefallen hier, du. Gib ab den Lachs. Geschmacklich. Wieder in Ordnung. Ja, heute ein sparsamer Tag gewesen. Bin ich ehrlich. Wir haben heute 4... Punkte gemacht. Das war nicht so viel. Ich hoffe, dass wir trotzdem jetzt XP-mäßig ein Level abbekommen. Weil dann können wir ja endlich mal noch neue Rezepte und so. Boom, da ist aber das Level ab. Neue Perks verfügbar. Sehr gut. Wähle einen Perk. Bestellung neu auswürfeln. Ersetze eine aktive Bestellung durch eine zufällige andere. Nur einmal pro Tag möglich. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz nice, weil wir schon öfter die Situation hatten, dass wir da irgendwie immer das Gleiche hier mit der Bachforelle da, das ist irgendwie alles Quatsch. Wobei Zeitlupe, die Zeit vergeht langsamer, während du Zutaten schneidest. Finde ich eigentlich auch nicht bad. Aber ich glaube, ich nehme erstmal das mit dem Auswürfeln. Das finde ich ganz nice. Du bekommst mehr Erfahrungspunkte. Das finde ich gut. Tag Nummer 7, Alter. Ja, Französisch war schon immer meine Sprache. Wir haben 51, nee, wir haben 23 Kochpunkte. Das bedeutet, wir können ein neues Gericht kaufen, oder? Ich denke mal, wir nehmen die gebratenen Garnelen dazu. Garnelen findest du ab sofort im Laden oder in der Vorratskammer. Wo sind denn Garnelen, Alter? So, jetzt haben wir wieder so einen Lachs. Kann ich denn jetzt sagen? Nö. Da. Bestellung neu auswürfeln. Aha. Gegrilltes Thunfischsteak. Und das hatten wir noch gar nicht. Das ist geil. Und jetzt kommt der Lachs trotzdem, oder was? Ist aber eine Forelle. Nimm Thunfisch, 200 Gramm. Würste mit Salz, schwarze Pfeffer. So, Thunfischsteak hier auf die Platte. Die ist noch komplett jungfräulich. Alter, die wird jetzt hier komplett durchgebraten. Falsch. Falsch. Wir müssen auf den Grill. Zacki, zacki, Hühnerkacki. Und Zitrone. Da will ich, die will ich jetzt mal durchjagen. So, und hier die Zitrone, die packen wir jetzt hier mal rein. So, und die ist jetzt ja perfekt geschnibbelt. Und wir müssen wenden. Wende das Stück Fisch, Alter. Oh, das sieht doch gut aus. Das ist Medium Rare. Wir wollen einen anderen Teller. So. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, weil ich Sachen zerbrochen habe. Ja, ich wusste, irgendwann wird sich das auszahlen. Guck mal, das sieht doch astrein aus. Also jetzt mal ganz ehrlich. Guckt euch das an. Mh, lecker Schmecker. Das sieht doch gut aus. So, jetzt gib ab hier die Kacke. Wir sind noch... Willst du?
du mich komplett verarschen, Alter? Ich hatte das Ass reserviert. Willst du mich komplett trollen oder was? Was geht bei dir, du Kackspiel? Also was?